Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Ja, also wir haben jetzt hier ein bisschen gesammelt in der Bank, haben einen Tresor gefunden, in den wir nicht reinkommen, haben noch einen größeren Tresor gefunden, in den wir auch nicht reinkommen. Ja, ich habe jetzt ein Kadaver noch geplündert und jetzt gehen wir zu dem einzigen Haus, das, ja, wo der Kamin brennt, also wo Feuer brennt aus dem Kamin, wo Rauch aus dem Kamin kommt, mein Gott. Was ist denn das hier? Feuerholzbehälter. Achso, danke schön. Für die Info. Wir klopfen gar nicht an, wir gehen einfach rein. Hello? Anybody here? Ja. Holy sh! Wait! Hold your fire! Come closer, stranger. Oh Gott. Okay, okay. Just take it easy. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Mainlander? What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left like the other cowards, so... Must be a mainlander. Someone who doesn't know any better. My plane. I crash in the mountains nearby. Sounds likely. Listen, could you maybe point that gun somewhere else? You think because my eyes are covered, I can't see you? Make the wrong move. Say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. The others are all gone. If you're here, things must be worse than they thought. Hm. Sorry, Leute, ich war gerade am Trinken. Achso, was für eine Stadt ist das hier? Das ist Milton, eine Kleinstadt in den Bergen. Du bist weit von zu Hause weg. Hä, was ist denn jetzt kaputt? Moment, ich trinke mal im Zähne. Wieso wird das jetzt nicht gesprochen? Aber wo sind wir auf Großer Bär? Mein Flugzeug ist wegen des Unwetters abgestürzt und du bist, wo du sein sollst, Fremder. Der Schöpfer hat dich in seiner großen Weisheit zu mir gebracht. Aber mit welcher Absicht? Welche Absicht verfolgst du denn? Ich suche jemanden. Sie ist mit mir abgestürzt, aber ich glaube, sie konnte sich retten. Das war wohl, als die Lichter zum ersten Mal auftauchten. Deine Geschichte interessiert mich nicht, Fremder. Mir ist kalt. Beweise mir, dass du es wert bist. Dann erzähle ich dir vielleicht, was ich weiß. Mein Feuer ist bald aus. Hol mir etwas Feuerholz, dann reden wir vielleicht weiter. Achso, who are you? Also, wer bist du? Ne? Mehr Brennstoff, andere, mehr? Abgeschlossen. Haus. Haus. Das ist ein ganz schön großes Haus. Lebst du alleine hier? Das geht dich nichts an, Fremder. Halte einfach deine Nase aus meinen Dingen und versuche ja nicht, mich zu bestehlen. Ansonsten wirst du nie erfahren, was ich über deine Freundin weiß. Okay, abgeschlossen. Komm wieder, wenn du mein Feuerholz beisammen hast, wenn du überhaupt wiederkommst. Vertrauen, okay. Heutzutage Mangelware. Viele Leute, denen du begegnest, sind dir gegenüber argwöhnisch. Die meisten von ihnen haben jedoch einen Bedarf, den sie nur mit deiner Hilfe decken können. Hilf ihnen, um ihr Vertrauen zu gewinnen und Wissen, Orte, Gegenstände und mehr freizuschalten. Unter Vertrauen in deinem Tagebuch erfährst du mehr über eine Person, ihren Bedarf und darüber, wie sie dir helfen kann. Das ist Grey Mother. Story abgeschlossen, Vertrauen abgeschlossen. Vertrauen. Worüber möchtest du reden? Achso, aktuelles Vertrauen 0. Stock, glänzender Lackporling. Verband, Gegenstände geben. Frischer Kaninchenpelz. Oh, getrockneter Kaninchenpelz. Ach du Scheiße, was willst du denn da, ey? Einen Dosenöffner habe ich nicht. Wir können ihr aber... Story... Andere. Du sagtest, alle wären weg. Was ist hier passiert? 5 Tage seit den Lichtern am Himmel. 5 Tage reine Hölle.
Zuerst dachten sie, sie wären in Sicherheit, doch dann erkannten sie, dass sie noch nicht für ihr Ende bereit waren. Also flohen sie. Keiner von ihnen wird überleben. Woher willst du das wissen? Ich meine, du kannst doch nicht sehen? Nein, das kann ich nicht, aber mein Gehör trügt mich nicht. Früher oder später finden alle ihre Worte, all ihre Lügen den Weg zu mir. Okay. Brennstoff? Brennstoff, wo finde ich Brennstoff? Ein großer, kräftiger Mann wird doch wohl Feuerholz im Wald finden. Okay. Wenn es sein muss, nimm dir die Axt aus dem Holzschuppen da hinten. Einige der Stadtbewohner schlagen manchmal Holz am Stadtrand. Ich bin bald zurück. Wer bist du? Mein Name ist Mackenzie und du bist? Die Lügner nennen mich die Graue Mutter. Also sollte ich? Du solltest mich auch Graue Mutter nennen. Okay. Wenn alle gegangen sind, warum bist du dann noch hier? Sie haben Angst vor mir und selbst wenn ich hätte gehen können, hätte ich es nicht getan. Ich wurde hier geboren und ich werde hier sterben. So muss es sein. So muss es sein? Du verstehst natürlich nichts von Treue, Festländer. Okay. So, die Graue Mutter haben wir da jetzt immer mit da... Ach, Kapitel 3. Die Graue Mutter, jo. Die hört das. Die hört das definitiv, die Alte. Oh mein Gott. Ach, das ist dein Magen wieder, ey. Knabber mal einen Müsli-Riegel. Das ist der Besen. Erstmal hier umgucken hier. Achso, das Feuer geht gleich aus, ja. Ich kann ihr aber doch was vertrauen. Kann ich ihr doch geben. Einen Stock kann ich ihr zum Beispiel geben. Stock habe ich. Das habe ich auch. Und einen Verband habe ich auch. So, jetzt habe ich schon 9 Vertrauen. Mehr kriegt sie jetzt erstmal nicht. So, jetzt muss ich mir ihr eine Axt holen. Ach, warte mal. Ach. Warte mal. Ich würde gerne hier das Dingens hinlegen. So, dann trocknet das ein bisschen in der Zeit, wo ich jetzt unterwegs bin. Ich muss das halt so irgendwie mal so ein bisschen machen. Okay, wir sollen uns eine Axt schnappen. Feuerholzbehälter. Behälter, durchsuche alle Behälter, die du findest. Vielleicht verstecken sich lebensrettende Vorräte darin. Du kannst auch Gegenstände in Behältern aufbewahren, um sie später abzuholen. Behälter, Feuerholzbehälter, aha. Wo ist denn die Axt? Wo ist denn die Axt? Hatte sie gesagt im Schuppen? Hier ist ein Schuppen. Use this. Und wir haben endlich ein Brecheisen. Sehr schön. Achso, das sind meine Fußspuren. Ich glaube, ich werde erstmal ein bisschen was ablegen. Behälter. Achso. Machen wir mal 24.
Okay. Oh, gibt's ja nicht. Ah. So. Ja. 8,4. Boah. Kann ich noch ein paar andere Sachen da drauf packen? Ich will nicht so viel sammeln gehen. Den können wir umlagern. Zunder, Tannenholz, Zedernholz. So, 16,7. Jetzt müssen wir noch den Rest sammeln gehen. Da will die Alte unbedingt Feuer. Was macht sie denn, wenn ich jetzt nicht mehr da bin? Ach, ja, ja. Wenigstens habe ich ja jetzt jemanden gefunden. Weil sie kann mir ja auch nicht weiterhelfen, großartig. Ich bin ja nur eine alte, schwache Frau. Alt, schwach, blind, kann ich laufen. Oh Gott. Wenn ich Pech habe, werde ich mit ihr sterben. Ich hätte mich hüten, da hinten noch mal rauszugehen. Da waren überall Wölfe. Der wollte nicht mit. Mal gucken, ob ich hier irgendwas mit der Axt machen kann. Nö, kann ich gar nicht. Also würde das wirklich gar nichts bringen, wenn ich dann da runterginge. Ja gut, in der Bank kann man ja auch noch ein paar Bretter kaputt machen. Das hätte ich hier gesehen. Oh. Vincent wird zu essen gleich. Oh, ein Häschen. Habe ich überhaupt einen Stein? Ja, habe ich noch. Wo ist das Häschen denn jetzt hin? Scheiß, jetzt haut's ab. Jawohl. Oh Gott, es tut mir so leid. Schrecklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mussten die das so zeigen, ey? Oh Gott. Und arme Häschen. Oh mein Gott. Ich hasse sowas. Ich habe gerade gedacht, ich habe ein Pferd gehört.
Oh Gott, wie grauenvoll. Arme Häschen. So schrecklich. This pack is getting kind of heavy. Ja, das schaffst du jetzt noch eben. Alte Schule. Och, mein Gott. Sein Magen, ne? Es hört sich jedes Mal so an, als wenn ein Tier hinter mir wäre. Krieg ich jedes Mal Panik, wenn sein Magen knurrt. So, Mutti, ich bin müde. Jetzt erstmal wieder da rein und ruh mich aus. So. Mission beendet. Schöne Sache. Das arme Häschen. So, the outsider returns. You're already doing better than the others. You found the fuel. But did you find any answers? All I've found are wolves, bad weather, and an empty town. It's just as I told you. They're all gone. Vertraut dir jetzt mehr. 5+5, toll. What really happened here? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, scarf with birds on it, possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Never mind. You did well with the fuel. Now do the same with food. Or I won't last the winter. Was willst du denn haben, ey? Hilfe unterwegs. Aber es kommt doch sicher jemand, um nach den Rechten zu sehen. Irgendjemand schickt sicher Hilfe. Ein Suchtrupp, das Militär, die Regierung. Nach Milton? Nein. Du glaubst nicht, dass Hilfe unterwegs ist? Wir hätten schon von vor 10 Jahren Hilfe gebraucht, während des Zusammenbruchs. Aber ihr Festländer habt die Hände in den Schoß gelegt, während die anderen unsere Insel ausbeuteten. Sie nahmen sich, was sie wollten. Damals hätten wir Hilfe gebraucht, aber sie kam nie. Warum sollte das jetzt anders sein? Das ist schon lange her. Die Zeiten haben sich geändert. Ha, nicht bei uns. Nicht auf der großen Bärinsel. Nicht für die graue Mutter. Festländer. Du nennst mich immer Festländer. Warum? Du bist ein Fremder, ein Festländer. Du bist einer von ihnen. Du gehörst nicht hierher. Das stimmt, aber du klingst dabei so wütend. Vor Jahren, während des Zusammenbruchs, haben wir alles verloren. Die jungen Leute verstanden nicht, wie abhängig wir geworden waren. Einige haben sich vielleicht mit unserer Abhängigkeit vom Festland abgefunden. Ich aber habe keine Lust auf eure Reste. So gut kenne ich die Geschichte nicht. Das überrascht mich nicht. Ihr Festländer interessiert euch doch nur für euch selbst.
Wütende Stimmen, Speisekammer, Vorräte. Woher bekommt eine Stadt wie Milton ihre Vorräte? Vom Festland natürlich. Woher denn sonst? Keine Ahnung. Lokale Waren? Von Bauern oder Erzeugern auf der Insel? Das ist lange her. Wir wurden vom Festland abhängig, genau wie ihr es wolltet. Und dann, als ihr hier alles zusammenbrach, habt ihr uns einfach abgeschnitten. Natürlich nur, bis ihr etwas gefunden habt, was ihr nehmen konntet. Dinge, die ihr an die anderen verkaufen konntet, die im Süden. Einige haben sich an der Landwirtschaft versucht, aber die Zeiten waren damals für alle hart. Und sie sind es noch. Ihr musstet nicht alleine leiden in den Städten. Ha, die Städte. Ihr habt bekommen, was ihr verdient habt. Erwartet kein Mitleid von der grauen Mutter. Upsala. Jetzt hab ich ja auf Vorräte gedrückt. Wütende Stimmen. Kannst du mir mehr über die wütenden Stimmen erzählen, die du gehört hast? Es war windig, der Schneesturm braute sich bereits zusammen, aber ich hörte Rufe, einen Schrei. Später gab es Gerüchte, dass jemand in dieser Nacht in die Stadt aufgetaucht wäre, mehr als eine Person. Eine Frau und einige Männer. Einer der Männer wurde gefunden. Gefunden? Man fand ihn am nächsten Morgen tot auf. Und die Frau? Die, deren Stimme du gehört hast? Ich bin mir nicht sicher. Die Stimmen waren schwach. Der Schneesturm zog sich zusammen. Schon bald waren da nur noch Wind und Dunkelheit. Der Schrei. Stammte er möglicherweise von der Frau? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Es ist alles verschwommen. Speisekammer. Ich frage ja nur ungern, aber Essen? Die Stadt ist menschenleer. Man hat mich ohne einen Krumme zurückgelassen. Ich brauche Nahrung, um das zu überleben. Überleben? Und was dann? Das lass mal meine Sorge sein. Zerbrich dir lieber den Kopf darüber, wie du mich am Leben hältst. Aber was ist, wenn die Leute zurückkommen? Nehme ich ihnen damit nicht weg, was sie zum Leben brauchen? Du meinst, ob du sie bestiehlst? Vielleicht, aber das ist nur gerecht. Sie haben mich all die Jahre bestohlen. Jetzt sind sie dran. Was haben sie dir gestohlen? Vergiss es. Suche mir etwas zu essen. Plündere die Tankstelle am Stadtrand. Da gibt es immer etwas zu beißen. Der Besitzer hat einen Speziallieferanten vom Festland. Als Festländer sollten Stehlen ja kein Problem für dich sein. Falls dich Gewissensbisse plagen, kannst du mir auch bringen, was die Natur zu bieten hat. Das ist vielleicht mühseliger, aber dafür kannst du nachts besser schlafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Nimm dir das Brecheisen aus dem Schuppen, falls du das noch nicht getan hast. Es hilft dir vielleicht dabei, an die etwas widerspenstigeren Orte zu gelangen. Okay. Fremde. Du sagtest, da waren noch andere. Andere Fremde. Sie kamen nach der Nacht, in der die Lichter erschienen, angekrochen. Ich habe sie gehört. Ein Murmeln in der Stadt. Da wurde mir noch aller Klatsch aus der Stadt zugetragen. Sie hatten Angst. Einige von ihnen kamen von dem Highway. Sie sagten, es gebe dort noch andere, bereits erfroren, bereits tot. Blieben sie in der Stadt? In der alten Schule, da gab es noch einen Kohleofen. Sie schliefen im Schulhaus und warteten. Worauf? Erbarmen. Und den fanden sie auch. Das verstehe ich nicht. Du wirst es verstehen, wenn du es findest. Was soll ich jetzt zur Dingens gehen? Oh mein Gott, ach so, das ist ihr Gewehr. Könnte ich mir das jetzt nicht klauen? Geht noch 10 Minuten, ne? Das ist, Vertrauen. 14 Vertrauen. Frischer Kaninchenpelz. Oh, getrockneter Kaninchenpelz. Kaninchenkadaver, nicht zerlegter Kaninchenkadaver für benutzbares Fleisch zerlegen. Können wir ihr nämlich den Pelz geben? Gegenstände geben. Geben wir noch einen Stock. Das. Und den. ...68 vertraut sie uns jetzt. Geschichte von Milton. Schärfen abgeschlossen. Schärfen? Ein Pilot wie du hatte sicher ein ziemlich angenehmes Leben. Nicht besser als die meisten, aber auch nicht schlechter. Draußen kennen die Leute den Wert harter Arbeit, guter Werkzeuge und der Arbeit mit der bloßen Hand. Ich komme ganz gut klar. Wir werden sehen. Ein gutes Beil oder ein Messer gelten hier als wichtiges Werkzeug. Der Trick ist jedoch, sie scharf zu halten. Das werde ich mir merken. Geschichte von Milton.
Oh, kriegen wir jetzt schon, weil wir so hohes Vertrauen haben. Der Fremde möchte also mehr über Milton erfahren. Ja, ich interessiere mich dafür, was hier geschehen ist. Um Milton zu verstehen, musst du den Zusammenbruch verstehen. Ich weiß von den Erdbeben. Es gab auch welche auf dem Festland. Nein, solche ganz sicher nicht. Abgeschlossen. Vertrauen, dann können wir nur Story gehen. Wissen haben wir jetzt gekriegt. Aber ich muss erstmal Haier machen, ey. Kann ich mich nicht erstmal irgendwie hinlegen? Better find some water. Ach, du hast nichts mehr zu trinken, Jüngchen. Ja, ein bisschen was essen. So, ich geh schlafen, Bruder. Gute Nacht. Da. Und zu euch sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.